LOL! Das war ein Blitzsieg! Da habe ich jetzt selber nicht mehr damit gerechnet. Ich habe jetzt einfach mal durchgezogen. In der Hoffnung, dass noch etwas geschehen könnte. Und es ist tatsächlich was geschehen. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Beim besten Willen nicht. Rennsieg! Sport Compact Car bringt dich auf die Titelseite. Glückwunsch, du hast freigeschaltet B-Dart Bridge Sprintstrecke. Glückwunsch, du bist jetzt 9-Time im Sprintmodus. Schön. Die Prämie sacke ich natürlich ein. Das mache ich gerne. Jetzt arbeiten wir uns langsam und stetig in der Rangliste nach oben. Für das Erreichen des 9. Platzes in der Sprintrangliste. Kein Kommentar. Sport Compact Car, Inside the World of Sprint Racing. Young Gun, also junge Kanone. Hot New Sprint Racer, is he for real? I don't know. I don't care. Ja, komm schon. Dann gibt's noch Drift und ein Drag. Dann mach ich zuerst Drift. Zeig ihnen, wer der Driftmeister der Zukunft ist. Siege und die nächste Auspuffblende ist dir sicher. Auspuffblende. Die Geschwindigkeit sowie der Winkel deines Wagens beeinflussen deine Punktzahl bei Driftrennen. Weiß ich inzwischen. Danke fürs Sagen. Ich glaube, dass meine Punkte nicht weggenommen wurden. Komm schneller. Dann doch ganz ordentlich eigentlich. Ah, schade. Ah, ich wusste es. Zu stark geschnitten. Jetzt klappt nichts mehr. Schade. Die ersten zwei Runden waren super, aber dann kam der große Absturz. Die ersten zwei Runden waren wirklich gut und dann habe ich wirklich stark nachgelassen. Das ist schade. Jedenfalls trotzdem 120.000 erreicht. Und das gibt jetzt ordentlich Punkte. So viele Kollisionen, aber auch gut. Gut gedriftet habe ich viel. Cooler Drift habe ich noch mehr geschafft. Genial habe ich auch recht oft hingebracht. Kolossal
auch einmal. Dann noch den Sieg. Saubere Runden. Und das gibt ordentlich Punkte. Es gibt, glaube ich, sogar, ja, ich glaube, 3 Belohnungen. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Level 1. Vinyl Modern. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Brembo Vinyl. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. HP Racing Vinyl. Glückwunsch, der 65 kommen auf dein Konto. Glückwunsch, du hast das folgende visuelle Upgrade freigeschaltet. Level 2 Auspuffblenden. Glückwunsch, du hast freigeschaltet Driftstrecke 4. Es dauert ja fast mehr länger zum Lesen als die Rennen zu fahren. Nun ja, da muss ich jetzt die Auspuffblenden ändern und zum VW umsteigen, weil er der langsamste ist. Auf dem Drag. Von der Beschleunigung her. Ja, nehmen wir. Dann ist ja alles gemacht hier. Zuerst muss man einen Spoiler wieder dran. So, Zubehör, vielleicht eine Auspuffblende, Backlash, Livia, Ace, Vortex, Frenzy, oder Blast. Ich entscheide mich für Frenzy, gefällt mir am besten, passt auch am besten zu diesem Auto, statt diese zwei hässlichen Auspuffe. Passt mir überhaupt nicht. So ist schon viel besser. Es gibt einfach ein paar Autos, da passen, passt ein Auspuffrohr besser und bei anderen passen zwei besser. So, Drag. Ich hab den Ladies eine Spritztour versprochen, wenn ich mit dir fertig bin. Also los, ich lass sie ungern warten. Siehst du Todd in dem Mitsubishi Lancer? Pass gut auf ihn auf. Er ist ein Platz vor dir in der Drag-Rangliste. Ja, ich glaube nicht mehr lange. Ich werde ihn trotz VW bügeln. Weil beschleunigungsmäßig kann der VW eigentlich nicht mithalten. Dann auf geht's. Ah, zu spät. Ja, warum fährst du auch mit Platin hier rein? Nochmal. Schade, habe ich mir anders erhofft. Ganz schlecht. Das passt. Das passt. Es muss reichen. Es reicht. Doch noch um eine Sekunde. Fisch hat einen Totalschaden. So, 375 kommen auf dein Konto. Glückwunsch, du hast das folgende visuelle Upgrade freigeschaltet. Level 2 Autoglasfolien. Cool. Mag ich, mag ich. Dann rüsten wir das auch gleich auf. Als nächstes kommt ein Turnier. Und wie ihr seht, wir haben schon 30 Events von den 111 geschafft.
Zuerst mal Autoglasfolien. Grüne Folie würde gerade passen hier. Aber ich nehme die schwarze. Bringt zwar nicht viel, aber ist ja auch egal, dann habe ich wenigstens das drauf. Es kann später vorkommen, dass es wirklich was bringt. Wechseln wir wieder zum Mitsubishi. Und dann ist alles gut. Weil der VW und der Mitsubishi, die sind von, ja, von Daten her, man sieht es, hat es relativ gut gesehen. Beschleunigung ist zwar der VW einiges schlechter, aber dafür in der Höchstgeschwindigkeit besser und auch im Handling. Absolute Stille. Rabenschwarze Nacht, perfekt für dein Vorhaben. Genug Zeit für drei Rennen an drei verschiedenen Orten. Ich würde es mal versuchen. Dürfte doch irgendwie hinhauen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende eines Turniers gewinnt. Ja, das weiß ich inzwischen schon ziemlich gut. Lassen wir es. Auf geht's! Ich lasse ihn gerne auch ein bisschen davonziehen, das macht mir nichts. Die Kurve gerade so erwischt. Ah, verdammt! Kein guter Start. Aber das Rennen ist ja noch lang, es dauert ja noch eineinhalb Runden. Bisschen Arsch. Ich hab mir jetzt wirklich alles ruiniert, ey. Jetzt muss ich das noch irgendwie versuchen hinzubiegen. Nicht einfach. Ich fand den fünften Gang bei dem einfach sowas von nicht notwendig. Aber leider muss man das machen. Gelernt. Supra hat wenigstens mal hier aus der Unterführung geschafft, wie ich das vom Rückstand lese. Ja, toll, das hat es überhaupt nicht gebraucht. Nochmal neu. Also diesmal habe ich aufgegeben, zu Hause mit dem Grund oder so. Ich habe jetzt da wirklich überhaupt keine Chance mehr gesehen. Eben nicht. Gerade so. Ahahaha. Ich mag diese Autos nicht. Diese Eiscreme-Wagen, was auch immer das sind.